Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ja nochmal ein bisschen an meinem Klassensetup gebaut, beziehungsweise an meiner Klassenvererbung und am Klassenleveln halt. Jeder ist jetzt mal wieder in seiner Rolle zurück, die ihm ursprünglich zugesprochen war, weil wir die relevanten Klassen soweit auch alle vererbt haben. Jetzt arbeiten sie alle daran, ihre eigenen Klassen, man sieht es hier, sie den Blitzfechter mal auf Stufe 10 zu kriegen, um mehr Auswahl bei den passiven Techniken, bei den zusätzlichen Techniken und Talenten zu haben. Das habe ich gemacht. Den Rest an die Ouroboros wollte ich nochmal gucken. Das wollten wir mal eben zusammen machen. Wo war denn hier diese Ouroboros-Geschichte? Ah da, Synchronisation. Seelenbaum, genau. Hier wollte ich mal hin. Erlaubt Anschluss von Technik an Technik, aber die Hitzeleiste nimmt zu. Genau, das wollte ich eigentlich mal freischalten. Geht nicht, weil das noch gesperrt ist. Ich finde diesen Seelenbaum nach wie vor unübersichtlich. Nicht erlernte Technik. Runde Begrenzung. Das heißt, irgendwo muss hier noch so eine Technik rumfliegen. Genau, die wir noch nicht erlernt haben. Die müssen wir erstmal erlernen. So, jetzt können wir das hier machen. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang nicht gecheckt, dass diese Sachen, diese orangen Sachen, dieser geschwungenen Linien rumrum Sachen verbessern, die man hier auch erst freischalten muss. Und wenn die nicht freigeschaltet sind, kann ich natürlich auch die Verbesserung nicht erlernen. So, Anschlusstechnik an Anschlusstechnik. Und damit haben wir eigentlich auch schon wieder ziemlich viele Punkte verbraucht. So, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass wir da überall hinkommen. Wie sah das aus? War so ein Auge, ne? Das war die... Hier wollen wir auch hin. Ist das schon freigeschaltet? Das ist schon freigeschaltet, oder? Auch da bin ich mir nicht bei ihr. Okay, hätte ich auf sie geswitcht, hätte ich das schon machen können mit dem Anschluss an Anschluss, ne? Auch nochmal neue Techniken lernen hier, die wir jetzt verbessern können. Nicht erlernte Technik. Okay, da würde man es auch sehen, da unten steht's. Wenn ich es nicht erlernt habe, habe ich jetzt aber auch nicht mehr genug Punkte für. Ja, ansonsten sind das relativ umfangreiche Bäume. Ah, Technikanschlüsse. So, hier nochmal dafür sorgen, dass man länger drin bleiben kann. Nicht genug SP, nicht genug SP. So, Technikanschluss freischalten. Haben wir hier auch schon erlernt. Was haben wir hier? Crit-Rate. Ja, komm, hau mal die Crit-Rate raus. Die Sachen finde ich ja nach wie vor auch nicht schlecht, ne? Dass man länger drin bleiben kann. Vielleicht bei den ersten auch noch ein bisschen mehr drauf achten sollen. Wir haben immer noch 195 Seelenpunkte. So, hauen wir es raus. Technikanschlüsse freischalten. Blockrate. Was haben wir hier? Gegnerische Angriffe reflektieren. Klingt auch gut. Und dann können wir es uns auch schon nicht mehr leisten. Und hier haben wir es auch schon freigeschaltet. Warum kann ich das hier nicht machen? Nicht erlerntes Talent. Überschäumende Energie. Jede selbst ausgelöste Kombo-Reaktion erhöht ausgeteilten Schaden um 50%. Warum auch immer ich das nicht machen kann. Talente stärken. Überschäumende Energie. Achso, das gibt es auch hier unten nochmal. Gnadenlose Prügel. Okay, es bedingt sich hier, viel bedingt sich hier in diesem Tree gegenseitig. Achso, hier musste ich gar nicht her. Okay, hier war aber das, das wollte ich auch mal erlernen. Erhöht Geschick um 30. So, und jetzt haben wir erstmal keine Seelenpunkte mehr. Okay, hätten wir das auch mal wieder gemacht? Also, die Talente, das sind dann auch Sachen... Nee, die man dann erst freischalten muss. Wo wollte ich hin? Hier, Seelenbaum. Gesperrter Seelenbandsockel. Achso, den muss ich auch... Oh, das hätte ich auch mal tun sollen, ne? Okay, beim nächsten Mal. So, haben wir hier überall Talente. Auch das muss man wahrscheinlich irgendwie mal freischalten, diese einzelnen Slots hier, ne? Oder die Talente überhaupt. Okay, blicke ich auch so langsam. Wir sind ja auch erst, keine Ahnung, wie weit im Spiel voran. Und langsam blicke ich hier so einige Mechaniken erst. So, jetzt wollten wir hier irgendwie mal weitergehen. Und letztes Mal haben wir hier so ein Named umgehauen.
muss jetzt einfach zwischen jedem Part mal gucken, wie weit das mit dem Klassenleveln und so vorangegangen ist. We're sliding down. Gefühlt sind wir hier irgendwie auch mal in einer Phase des Spiels, wo wir nicht alle 100 Meter mit einer Cutscene zu bombardiert werden. Vielleicht lässt das auch langsam mal nach. Vielleicht sind wir jetzt auch aus diesem erweiterten Tutorial-Modus mal raus. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir folgen jetzt hier auch erstmal weiter dem Pfad. Wir sind jetzt, wollte ich auch nochmal gucken, Stufe 47. Das heißt, so in, ja doch, in 4-5 Leveln könnten wir uns nochmal an die Raben wagen. Wir müssten auch mal wieder irgendwo rasten. Okay, hier laufen jede Menge Elite-Packs rum, die aber alle viel zu low für uns sind. Den Glitzern, da wollen wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ich schätze mal, der Elite edit uns dann auch. Achso, ich bin jetzt Fernkämpfer, ne? Weil ich diese Klasse gerade mal ein bisschen leveln möchte. Oh Gott. Okay, auch hier muss ich mich jetzt mal einfinden. Wie das auch hier mit den Anschlüssen geht. Ich bin mir nicht so sicher, wann hier der Anschlusszeitpunkt ist bei so einem Fernkämpfer. So, jetzt sind wir auf dem Elite hier drauf. Können wir jetzt mal auf diesen Elite hier gehen? Ah, okay, beim Ziehen quasi. Okay, das ist nochmal super strange, Fernkämpfer hier jetzt gerade zu spielen. Wenn er den Bogen gezogen hat, dann ist, glaube ich, der Anschlussmoment. Und eben die Sachen hier einsammeln, die der Glitzermob verloren hat. Ja, ich glaube, Fernkampf werde ich nur mal auf Level 10 oder was bringen hier. Und dann mal wieder auf eine Nahkampfklasse switchen. Das fühlt sich doch gerade irgendwie art seltsam an. Ja, klar, man wird sich auch dran gewöhnen. Aber ich spiele ja generell in RPGs auch lieber als Fernkämpfer. Ort entdeckt, schwebendes Riff 5. Ja, es hat so ein bisschen was von dem Gebiet um die Gefängnisinsel rum von Xenoblade 1 hier. Wie man hier von Insel zu Insel sich sippt. It's just up ahead. Is that what I think? I don't want to do this, but you're in our way. You don't know easy, do you? Stay in! Oh, you're a lifesaver! Na gut, aber da die Level, da die Gegner hier immer noch weit unter unserem Level sind, wird es auf jeden Fall eine Zeit lang dauern, diese Klasse auf Level 10 gelevelt zu haben. Judy! Und dann folgen wir mal weiter dem Pfad hier rauf. Nehmen mal schön viel Sachen auf jeden Fall mit. Wer weiß, für welches Juwelen-Level up etc. wir die noch brauchen werden. Hallo, warum hängen wir in so einer Kante fest? Ein Herzenspfirsich. Lecker, lecker. Okay, okay. Hier geht's auf jeden Fall ganz schön weit bergauf. Also das Schloss scheint auch hoch oben in den Wolken zu hängen. Aber ich glaube, echt ohne Witz, ne? So eine lange Wegstrecke ohne Cutscene hatten wir im ganzen Spiel noch nicht. Sonst alle 100 Meter, selbst wenn man einfach nur gelaufen ist, ist man in irgendeine Cutscene reingegangen. Ich habe auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ne? Wenn ich so an Xenoblade 2 zurückdenke, zum Beispiel, wenn man von Torrigod zu der Werft da runterläuft, dann ist es auch eine ganz schöne Strecke, da wurde man auch nicht irgendwie alle 100 Meter von irgendeiner Cutscene belästigt, ne? Also diese Dialog- und
Cutscene-Frequenz hat auf jeden Fall in Xenoblade 3 nochmal eine ganz andere Qualität und Dimension angenommen als in den Xenoblade-Spielen davor. Aber wie gesagt, jetzt, das finde ich mal ganz angenehm, ne? Hier einfach mal ein paar Meter laufen zu können. Gut, wir kämpfen nicht viel, weil wir immer noch überlevelt sind. Zumindest was die normalen Gegner hier am Wegesrand angeht. Aber trotzdem, wir können einfach mal ein bisschen uns frei bewegen. Könnten, wenn wir wollten, hier auch mal einiges erkunden und erforschen. So, jetzt sind wir mal auf Höhe des Schlosses. Ist auch geil, ne? Das Schloss ist hier so eine Art Raumschiff oder sowas. Und... Oh, nein, nicht darunter. Also, der gute Noah ist manchmal auch ein bisschen schwammig in seiner Steuerung, wie er so an den Sachen und so vorbeiglitscht. Okay, wir müssen noch über diverse Inseln hier rüber. Achso, und da sieht man auch, da drüben wäre dann definitiv ein Eingang im ins Schloss da von diesem, von dieser größeren Insel oder von diesem Steinbrocken da aus. Was auch immer es ist. Oh, ein Named. Ein Stufe 38 Named. Ja, den klatschen wir auf jeden Fall um. Und das eine oder andere Glitzerviech hier. Okay, den ersten Schuss, den muss man beim Ziehen machen und die Anschlüsse dann aber erst in dem Moment. Ja, ist auch klar, ne, wenn der Schaden ausgeteilt wurde. Ansonsten würden ja die ersten Techniken überhaupt keinen Schaden machen. So, wo war der andere Glitzi? Machen wir erstmal den Named hier. Hallo, Named, können wir dich mal anvisieren? Nö, wird uns nicht gegönnt. So, Progard der Feige. Frag mich, warum er sich hierfür immer umdreht. Ne? Achso, weil er was auf dem Boden drauf schießt. Ist gar kein Angriff in dem Sinne. Ja, sieht man auch schon am Symbol, ne? Raw, Fusion. Dann konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf Fusionsangriff. Ich glaube, das, was den Kreis auf dem Boden hinterlässt, das wollte ich eh mal als Fusionsangriff machen. So, aber es macht es mit diesem ungewohnten Fernkampf auch nicht übersichtlicher, was man hier tun muss. Oh, die Sachen links, die dauern ganz schön lange, bis sie aufgeladen sind. So, die Synchronisation können wir uns auch mal gönnen. Jetzt müssten wir hier Synchro an Synchro schaffen, oder? Aua. Ja, so kämpft es sich deutlich flüssiger in der Ouroboros-Form. Und wieder Anschluss. Ich kann es eigentlich durch anschließen. Die ganze Zeit. Okay, das macht die Ouroboros-Form doch nochmal ziemlich mächtig. So, wie sieht sie agrotechnisch aus? So, wir kommen aber wesentlich langsamer in unsere Angriffsketten auf jeden Fall rein. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall Zeit für eine Angriffskette. Und dann machen wir die jetzt auch mal. Fangen wir direkt hiermit an, direkt von Anfang an. 150% mehr Basisschaden. So, am Anfang fange ich auf jeden Fall mit Noah an, um die Punkte einmal hochzutreiben. So, dann auch einmal mit ihr, um ihre Punkte auch hochzutreiben. Und hier die Flächenheilung und dann jetzt mit dem Helden abschließen. So, dann müssten wir alle drei wieder bekommen. So war der Plan. Und gleich ab der zweiten Runde will ich dann eigentlich mit Noah abschließen. Sie hat echt ein... Das ist ein krasser Bonus. Ein krasser Abschlussbonus für diesen Helden. Der es einem ermöglicht, in der ersten Runde drei Helden einzusetzen, die man alle drei wiederbekommt. Ey, das ist echt ein geiles Opening. Ja, mach mal weiter.
So, kommen wir jetzt schon auf die 99? Nicht ganz. Dann machen wir hier nochmal weiter. Jetzt sind wir auf der 99. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auf die über 150. Ich hoffe mal, dass wir Noah dann auch wieder reinbekommen. Achso, jetzt habe ich ja... Oh nein. Jetzt habe ich ja ganz andere... durch den ganzen Klassenwechsel etc. ganz andere Techniken auf den Leuten. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Auch diese Effekte können dann auch ganz andere sein, ne? Ach so, ne, wenn ich sie jetzt nehme, dann komme ich direkt in den Ouroboros rein. Das wollen wir dann auch nicht. So, ich hoffe, wir kommen nicht direkt über die 100. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich mit Noah hier einsetze. Ich glaube nicht, dass wir über die 200 kommen, aber... So, das ist auf jeden Fall mein richtiger Angriff, der X-Knopf. Ist auch geil, so ein Meerschweinchen, ne? Pogat. Pogat der Feige. Wir kämpfen gegen ein Meerschweinchen. Sehr gut, Reaktivierung. Yippie! Jetzt haben wir nur keinen Heiler mehr, der uns an die 99 ranbringen kann. 67. Ja, die 15 gehen jetzt hoffentlich nicht über die 100. Ne. Und dann können wir mit ihm hier nochmal abschließen. Nochmal einen Blutungseffekt zufügen. Jetzt kommen wir nochmal in die Ouroboros-Form rein. Das sollte dann ordentlich Klassen-TP geben, oder? Gegner ist Stufe 38, ne? So viel über EP wird es nicht bringen, zumal er jetzt auch erst in der letzten Kette dann stirbt. Am besten wäre es für die Erfahrung, wenn er quasi direkt auf den ersten Treffer in der Angriffskette stirbt. Und dann wird man alles, was man in der Kette an Schaden macht, als Überschaden machen. Und dementsprechend als Bonuserfahrung bekommen. So, mit ihm kann ich nichts machen. Mit ihr kann ich nochmal was machen. Komm, mach auch nochmal Blutung drauf. So, jetzt kann ich nochmal die Heiler ausspielen. Multi-Explosion hat uns ordentlich geheilt. Aber wie gesagt, Gegner ist eh hinüber, ist auch relativ egal. Heftige Hiebe. Immer drauf da. Und dann darf Noah nochmal abschließen. Hat er wirklich 67.000 Schaden mit dem einen Schuss gemacht? So, nochmal eine ganz... Das sind auf jeden Fall immer ganz neue Ouroboros-Fähigkeiten hier jetzt. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Die müssen immer gleich sein, ne? Die sind ja unabhängig von der Klasse, habe ich Schwachsinn erzählt. Aber je nachdem, wer abschließt, ist es halt ein anderer Ouroboros. Eine Million Schaden ist doch okay. Bezwungen. So, er hat ordentlich gedroppt. Das ist okay. So. Das war aber nicht das Glitzerviech. Es ist total ungewohnt hier als Fernkämpfer zu spielen. Ja, noch ein Glitzerviech. Glitzerviecher zu töten hat auch den positiven Effekt. Wir kämpfen mal ein bisschen. Können wir uns mal alle auf den einen hier konzentrieren, bevor wir uns mit dem zweiten beschäftigen. Eigentlich wollte ich mich mit den anderen gar nicht beschäftigen. Aber irgendwie sind sie rein in den Kampf. Ach so, es war unter der Erde. Okay, da hat es natürlich wenig Schaden bekommen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich hier diese Fusionskombo mache, mit dem Kraftfeld auf den Boden schießen, dass dann der Schaden von der anderen Technik nicht ankommt. Kann das sein?
So, haben wir sie alle erledigt. Doch, und so finde ich es gerade angenehm, ne? Dass man auch mal ein bisschen laufen kann, kämpfen kann, ohne hier von Cutscene in Cutscene reinzulaufen. Schwebendes Riff 2 entdeckt. Tja, wahrscheinlich, weil es vom Schloss nicht abgefeuert wurde, ne? Ja. Oh, ein Lager ist hier. Nice. Oh, hier kriegen wir wahrscheinlich wieder für das Noppon-Register so ein Steinchen. Freunde arbeiten fürs Kontoto, oder? Woher weißt du dann das schon? Wissen ist Macht, keine Information ist sicher vor Netzwerk von Bitbit. Hier ist Stein. Blauer Noppon-Stein erhalten. Bitbit verschwendet äußerst ungern Zeit, im Unterschied zu Lampompom-Selfie oder so. Danke für den Stein. Wir bringen ihn halt zu Skontoto. Danke, Pon, im Voraus. Und wie immer können wir nochmal reden. Freunde wollen zum Schloss, dann bitte gut vorbereiten, bevor Freunde hier losstampfen. Karamane darf nicht ins Schloss, müssen Freunde wissen. Also letzte Chance für Einkaufsmüll. Fotti Fotti kaufen, solange noch möglich. Ja, aber ich glaube, der Händler hat nichts Spannendes. Wird Schmetterschaden, 20% mehr Schaden, wenn KP 30% oder weniger, umwerfresistent, verstärkt Wutminderung, solange der Charakter vom Gegner anvisiert wird, ausweichen, erhöht Wut. Eigene, na, ne. Aber wir können uns jetzt mal am Lagerfeuer hier niederlassen. Wir könnten mal, es gibt nichts zu besprechen, wir können bestimmt einige Level machen, hätte ich jetzt irgendwie so im Gefühl. Stufen steigern alle, 47, 3 Level bis 50, okay, dann kommen wir bald zurück und diesem Trio da eins auf den Sack gehen. Die uns ja bis jetzt ganz gut auf den Sack gegeben haben. Mal gucken, ob unsere Juwelen irgendwas sagen, ob wir irgendwelche Juwelen nochmal upgraden können. Nee, immer fehlt, ach guck mal. Mit Material herstellen. Deswegen werde ich zumindest zukünftig mal immer die Glitzerviecher mitnehmen, um hiervon schon mal so viele wie es geht einzusammeln. Ich habe das Gefühl, dass die Glitzerviecher eventuell der Schlüssel dazu sind. Hundertprozentig weiß ich es natürlich nicht. Okay, es waren jetzt 2 Stück. War jetzt auch nicht die Megawelt. Können wir unser Kochrezept refreshen, Klassen. Hast du nicht einen mit erhöhter Klassen-EP um 30%? Oder ist das tatsächlich nur in der Kantine, wenn ich das in der Kantine esse, dieser Effekt? 20%? Klassen 10, 15. Goldmenge, Beute, Beute, Bonus. EP, Goldmenge, EP, Bonus. Goldmenge, Beute, Klassen-P. Tatsächlich nur 20% ist das höchste, was ich hier kochen kann. Dann würde ich sagen, behalte ich meins bei, was wir aktiv haben. Boah, ich habe auch schon ewig nicht mehr gespeichert, glaube ich. It's good to keep a record. Weil ich glaube, unser Essensbuff ist noch ein bisschen aktiv oder auch gar nicht mehr aktiv. Ich glaube, man wird es da rechts am Rand sehen. Okay, dann gönnen wir uns hier einen. Dann gönnen wir uns immerhin die 20% Klassenpunkte. Mit Kochzutaten mit herstellen. Oh, es braucht auch irgendwas relativ Seltenes, wovon wir nur 2 Stück hatten. Und jetzt müsste man rechts am Bildschirmrand sehen, dass wir das gegessen haben, ne? Ach genau, da ist dieses Essenzeichen. Jo, und dann können wir nach dieser kurzen Rast ja auch schon weiter. Da ist schon wieder was Glitzerndes, was wir gleich umhauen werden. Aber jetzt, wo wir hier am Schloss ankommen, gibt es wieder eine Cutscene. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Few enough numbers to sneak around. Is Colony 4 gonna be safe, do you think? They should be okay. We haven't seen the light for a while. I think that's a good sign. Let's move. The fact that we killed consuls must be old news at this point. Ja, das wissen sie wohl schon. Examples of a few people by now. They ain't expecting us to sneak aboard, though. We've got them with their pants down. Let's get in there, mess them up, get out. Bish, bash, bosh. Bish, bash, bosh. Actually, they may have already anticipated our moves. Nah, mate. Come off it. Think about it. How would they have known where we'd be? Can't be a coincidence. I mean, sure, it could have been intuition on Ethel's part.
But we have to be realistic. So it's a trap. You want to turn back? No. We'll go. We can't turn back now. We can't allow their deaths to have been in vain. So you would entertain the risk? It does sound bad. You know, I think I kind of like it. Tyon wird hier risikobereit, oder was? Das kann ich kaum glauben. Oha. Wir werden beobachtet. Nächste Klasse. Nächster Held, der sich uns anschließt. So, da war das Glitzerviechchen. Das holen wir uns noch. Guck mal, ich kann sogar von hier hinten angreifen, oder? Ah ne, so weit ist Fernkampf dann doch nicht. Aber von hier kann ich gemütlich draufschießen. So, dann stell ich mal gemütlich hier hinten und schieße einfach weiter automatisch drauf. Oh, ist schon hinüber. Da wird es auch nochmal raufgehen. Da steht, glaube ich, auch noch ein Container rum. Den könnten wir uns eben holen. Und dann geht's weiter zum Schloss. Ach, guck mal, jetzt auch nochmal ein Interaktionspunkt, der uns, glaube ich, irgendeinen Rückweg wahrscheinlich irgendwie einfacher macht. Ja. Oder der uns wahlweise auch auf irgendeine Insel führt, wo wir noch gar nicht gewesen sind. Ich weiß es gar nicht so genau. Ah ne, es macht uns nur den Rückweg einfacher, oder? Guck mal, hier oben sind auch noch Interaktionspunkte gewesen und ein Ätherkanal. Die Frage ist, ob wir uns das noch holen wollen. Mein Ätherkanal kann nie schaden, ne? Watch your footing, guys. Wir müssten eigentlich relativ schnell wieder hier sein. Die Frage ist nur... We're sliding down. Sind wir da ganz... Doch, das ist unser Hinweg gewesen, ne? Wir sind bis jetzt nur ganz oben drauf gewesen und hier unten nicht. Und hier unten? Sind hier unten dann die Interaktionspunkte oder was? Wir werden es jetzt sehen. So, rechts von uns, ich schätze mal da oben drauf, ist auf jeden Fall der Ätherkanal. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob wir auf dieser Ebene hier schon gewesen sind. Guck mal, da unten könnte man auch nochmal runter. Guck mal, die sind runtergefallen. Ich habe mich schlauerweise nochmal kurz festgehalten. Ist auch geil. Achso, hier ist sogar der Ätherkanal, hier hätten wir so oder so hingewollt. Kilometerweit runterfallen, dann im Fall sich wieder an der Wand festhalten. Ne? Da braucht man auch gar keine Kraft für. Noah kann das aber problemlos. So, jetzt können wir hier ewig weit wieder raufkraxeln. Na, da wäre auch noch was zum Flöten, aber das sind nicht die Interaktionspunkte, die man vorhin gesehen hat, oder? Oder ist das Flötengedöns? Wird das auf der... Übersichtskarte auch als Lupe dargestellt. Werden wir jetzt sehen. Das ist nur die Frage, wie wir tatsächlich wieder von hier zurückkommen, ne? Aber im Zweifelsfall beamen zum Lager. Ah ne, die Interaktionspunkte sind da. Aber es tut gut, es tut so gut, einfach mal ein bisschen was machen zu können in diesem Spiel. Der Anfang hat mich echt fertig gemacht, muss ich sagen. Jetzt ist es gerade ganz okay irgendwie. So, flöt, flöt. Da unten ist noch was zum Flöten. Ich vermute mal, ich bin hier auf der Ebene auch schon mal gewesen und da einfach nicht hochgelaufen vorhin. Harmoniestufe mit Kolonie 11 gestiegen. So, ich hoffe, ich überlebe das. Boah, es ist ziemlich tief. Boah, so gerade. Jetzt ist auch nur mal die Frage, ne, auf welcher Höhe ist halt dieser Interaktionspunkt. One of the constancies of battle. Düdlü, düdlü. So, aber ich glaube fast,
dass wir für die Interaktionspunkte irgendwie da rauf müssen. Da sind sogar zwei Stück. Es können natürlich auch einfach nur zwei Rückwege auf weitere Inseln sein, ne? Vermute ich sogar mal ganz stark, wenn wir jetzt so weiter rauf gehen. Dann nehmen wir noch den Container mit, der da oben steht. Schießen die beiden Seile los. Und dann beginnt. Achso, ich kann mich sogar noch an diese Kante hier erinnern, da ich auch beim ersten Mal hängen geblieben bin. Warum haben wir denn diese Interaktionspunkte hier nicht gesehen? Nein! Warum rennt er über die Kante? Boah, es kann sogar sein, dass dieser Punkt unterhalb gewesen ist. Boah, wo wachen wir jetzt wieder auf? Am Lager, oder? Echt? Noah, beziehungsweise diese ganze Bewegungsanimation, ne? Die ist einfach so träge. Wenn man den Stick loslässt, rennt er gefühlt immer noch mal 10 Meter weiter. Aber diese Sachen wollte ich mir jetzt noch mal anschauen. Aber ich habe das Gefühl, der andere Interaktionspunkt... Boah, ernsthaft. War dann vielleicht auch unterhalb gewesen? Time to take the fast way. Gehen wir mal schauen, bevor wir uns jetzt da hochzwirbeln. Gehen wir mal kurz unter diesen Weg da gucken, auf jeden Fall. Aber was anderes wird mir sonst dazu nicht einfallen. Das schien mir... Also das, der Weg nach oben schien mir dann oben nicht breiter zu werden, ne? Sonst, oder über uns schien nichts gewesen zu sein. Sonst... Ach, das ist der Container, der steht hier unten. Wonder what's inside. Zeugs ist inside. Naja, es muss aber dann doch über uns sein. Okay, laufen wir den Weg nochmal ein Stückchen rauf. Ich sehe mal, wie er immer am Stöhnen ist. Naja, wir gehen mal rauf und gucken mal. So, nochmal ein Kletterpunkt hinter diesem Krabbi hier, der uns eh nicht angreift. So, hier war auch so ein Interaktionspunkt neben uns, aber ich vermute mal, der ist jetzt hier oben, wenn wir uns jetzt hier nochmal umdrehen. Obwohl es ja auch nochmal ziemlich weit rauf geht. Ziemlich weit rauf und ziemlich weit rum. Aber es gewährt uns alles einen schönen Ausblick auf das Schloss da hinten. So, hier haben wir schon mal Punkt Nummer 1. Der einen auf diese Insel darüber schießen würde. Frage ist, ob wir das noch wollen, ne? Da auch nochmal erkunden. Kann man das abbrechen? Ja, kann man. Ja, geht mitten ins Nichts. Auch nochmal ewig hoch. So, und hier gibt es nochmal einen Weg zurück oder auch nochmal woanders hin. Ne, hier sind wir tatsächlich schon gewesen. Na komm, dann schauen wir uns jetzt diese Insel da drüben auch nochmal an. Wenn wir uns schon die Mühe gemacht haben, hier rauf zu kraxeln. Wo ist dieses Ding da hinten?
Dann will ich wenigstens mal gucken, was da hinten ist. Ich meine, zur Not beamen wir uns zum Lager zurück, ne, und können von da aus dann Richtung Schloss weitergehen. Boah, es wäre jetzt geil gewesen, wenn ich jetzt an diesem Seil vorbeigesprungen wäre und einfach mal direkt in den Tod gesprungen wäre. Ja, die Frage ist, geht's da ganz oben rauf, ne? So, schwebendes Riff 4 entdeckt. Watch your footing, guys. Tja, keine Ahnung, ob es hier nochmal was Tolles zu erkunden gibt oder was Tolles zu finden gibt oder ob uns mal irgendeine Quest hier hinführen würde. Dann hätten wir jetzt zumindest schon mal den Weg entdeckt. Aber ich glaube nicht, dass man hier ganz oben drauf kommt, oder? Also ganz oben drauf wäre schon krass hoch. Ach so, da hinten ist noch so ein Glitzerteil. Und Stufe 40 named. Ja komm, den machen wir jetzt noch. Dann machen wir beim nächsten Mal von hier weiter, würde ich sagen. Stufe 40 named, wir sind 50. Das sollte irgendwie machbar sein. Ich glaube, ich stehe nicht weit genug vorne. So, er schießt ordentlich was auf uns, macht uns aber eigentlich keinen Schaden, von daher nicht besorgniserregend. Aua, oh, das hat Schaden gemacht. Das war dann doch irgendwie besorgniserregend. Okay, wenn ich diesen Skill mache, muss ich mal gucken, dass ich mehr in meinen Leuten, glaube ich, drin stehe. So, wir Ouroborosieren mal. Wie man hier einfach Technik an Technik chainen kann, bis die ganze Zeit weitergeht. Ich hab schon wieder das Ding auf dem Boden genau bei mir geschossen, wo keiner steht. Naja, immerhin Mio steht hier. Müssen wir vielleicht nochmal durchlesen. Was diese Spezialfähigkeit auflädt und die Angriffskette. Angriffskette sind auf jeden Fall auch Anschlüsse. Da hat man gerade gesehen, dass es krass hoch ging. Jo, dann einmal die Angriffskette. Starten wir mal hiermit, um Noah erstmal möglichst weit raufzukriegen. Im ersten Angriff 47 Punkte, ist schon mal ganz nett. So, sie kann sich auch ein bisschen aufladen. Boah, das war knapp gewesen. Das hätte mich fast über die 100 gebracht. Das wäre übel gewesen, wenn ich direkt über die 100 gekommen wäre. So, und alle drei wieder zurück. Besten Dank. Genau, immer drauf da. Exzellent! Alle drei zurück. Dankeschön. Senna. Nehmen wir uns selbst. So, sie darf das hier einmal starten und schon mal möglichst hochkommen. Das ist gut. Bin mal gespannt. Hey, über 200 werden wir nicht schaffen. Ja, jetzt mit all unserem Bonus und so. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auf die 99. Mal gucken, was aus der 59 wird. Wenn wir unseren eigenen Befehl, mit unserem eigenen Befehl hier quasi abschließen. Erdrutsch, geschleudert, ausreichen. Naja, gut, ganz so krass hoch. Geht's nicht, aber es ist schon ordentlich, ne? 80. Sehr gut, komm in meinen zwei Helden wieder. So,
Sehr gut, jawohl, und wir sind dabei. So, wo ist eigentlich unser Held? Warum können wir hier... Oder haben wir ihn schon benutzt? Ne, Senna und Noah, unser Held, war bisher nie dabei gewesen, das She-Ra. Das ist ungünstig, weil jetzt müssen wir Lance oder Mio nehmen. Okay, ich dachte, der Held wird einem auf jeden Fall immer angeboten. Scheint aber entweder nicht der Fall zu sein. Oder ich habe es irgendwie vercheckt, dass er zwischenzeitlich dabei war. Will ich auch nicht ganz ausschließen. Sengender Carlyle. So, und jetzt müssen wir auf den Ouroboros-Angriff kommen. Sehr gut. Okay, unsere beiden Damage-Dealer sind zurück, aber wir haben jetzt immer noch Ouroboros-Form zur Auswahl. So, das können wir nicht machen. Das können wir machen. 42. Ich schätze mal, Lance können wir auch nochmal hinterher schicken. Achso, ewige Provokation macht, glaube ich, gar keinen Schaden. Ja, das sollte man dann auch nicht unbedingt nutzen. Heilschuss. Heilschuss wird Schaden machen, oder? Vielleicht hat es auch Schaden gemacht, ich habe es nicht gesehen. Ist auch egal. So, und Abschluss. Und damit wird er, denke ich mal, auch hinüber sein, jetzt nochmal mit der Ouroboros-Attacke. Aber unser Schadensmultiplikator merkt schon, dass eine Runde fehlt, ne? 1079. Da fehlen die 300% von der einen Runde. Aber es wird trotzdem reichen, um diesen Typen umzuhauen. Oder diesen Mob umzuhauen. Jo, 668.000 Schaden. Hatten wir schon mehr. 668.000 ist allerdings auch in Ordnung. Gut. Named erledigt. Glitzerndes Teil, von dem wir nicht wissen, was es macht. Aufgenommen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal. Wir machen jetzt hier ein Päuschen. Schauen uns beim nächsten Mal hier rechts noch mal ein bisschen um, ob hier noch was Nennenswertes gekommen ist. Und sonst begeben wir uns beim nächsten Mal Richtung Schloss. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.